Du hier und ich beim Zahlenschieben? Ich habe gehört, die Aktien stehen nicht zum Besten. Triffst du dich hier mit dem Vorstand? Zufällig ja. Um 13 Uhr mit Hölzel und dem Vorstand. Gewöhn dich dran, dass ich bald ganz oben sitze, Schatz. Hölzels Assistentin sagte mir, dass die Vorverlegung auf deine Veranlassung geschah. Ja, der Martin. Zufällig haben wir kürzlich festgestellt, wie kompatibel unsere kreativen Impulse verlaufen. Und weil Hölzel es so zu schätzen weiß, dass meine Ideen einen neuen Wind in eine doch recht steife Führungsideologie bringen, hat er seine Meinung geändert. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ab dem nächsten 1. leite ich beide Abteilungen. Du bekommst eine Verwaltungsaufgabe im Vertrieb. Beschlossen und abgesegnet vom Vorstand. Ja, das hat Martin mir am Anfang auch erzählt. Aber als er heute Morgen mein Apartment verließ, schien er sehr glücklich zu sein, seine Meinung doch noch geändert zu haben. Schwarz auf weiß. Bis gestern wusste ich gar nicht, wie sehr Herr Hölzel es zu schätzen weiß, wenn man unbedingt oben sitzen will. Aber ich könnte mir gut vorstellen, eine ausdauernde rechte Hand bei der Neukoordination einzubinden. Ich weiß doch, wie sehr dich verzwickte Projekte reizen. Mit meinen Ambitionen und deiner Erfahrung... Ambitionen reichen fürs Deckchen häkeln auf dem Weihnachtsbazar. Damit kommst du in dieser Liga nicht weiter. Glaubst du wirklich, dass man es ohne einen Funken Intelligenz so weit nach oben schafft wie ich? Dass mir das alles zugeflogen ist? Du hast mich nie akzeptiert und das ist der Punkt. Korrekt. Dann denke ich, in beiderseitigem Interesse kann ich es als neue Vertriebsleiterin leider nicht verantworten, dass wir weiter kooperieren. Daher beinhaltet meine erste Amtshandlung nach Bekanntgabe der Postenregelung, dass Sie am besten im Bereich der administrativen Verwaltung aufgehoben sind. Herr Schößler. 2 Monate. Länger hältst du den Job nicht durch. Länger als du für die Einarbeitung in der Rechnungsprüfung brauchst, auf jeden Fall. Frau Behrendt, ich soll Ihnen sagen, Herr Hölzel wartet im Separé auf Sie. Ich bekomme nochmal das Gleiche, Lilly. Bring's mir rüber, ja? War schön, Sie zu treffen, Herr Schößler.